Servus, Salve und Hallo. Ich bin wieder aus der ehemaligen Bundeshauptstadt zurückgekommen, bin den Chirurgen nochmal vom Tisch gesprungen und bin jetzt auf jeden Fall diese ganze Woche hier ab dem 25. April da, bevor ich dann eine andere OP bekomme an der Schulter. Das ist aber erst übernächste Woche. So gesehen bin ich diese Woche da und ich versuche auf jeden Fall einen Film zu machen über die Nasdaq, weil ich glaube, das ist langsam doch sehr interessant, am Dienstagmorgen. Dem Zusammenhang fällt mir auf. Ich kriege immer mal wieder Mails, ach, ich wusste gar nicht, dass sie Filme machen. Diese Filme werden ja überall gezeigt. Also auf Finanzen.net, auf investing.com, Facebook, Twitter. Und anscheinend ist es so, wenn da einer irgendwo draufdrückt, dann sieht er nur den eigentlichen Film. Weiß aber gar nicht, dass ich eine Seite habe. Und deswegen muss ich das mal ganz kurz sagen. Diese Seite unter Christian Schlegel, das eine der wichtigsten Punkte ist dieses hier. Das sind diese Kategorien, die Playlists. Da gibt es, das sind die Aktienanalysen, Index, DAX bzw. Amerika. Da ist auch das Gold drin. Aber hier dieses Ding hier, Allgemeines. Ja, wenn man da mal drauf drückt, da sind alle möglichen Sachen drin, die können durchaus wichtig sein für euch. Ja, hier die Repair Strategy. Das ist natürlich dann alt. Ja. Aber hier, ich glaube, ich kriege es jetzt nicht ganz hoch. Hier wird die Stochastik behandelt, wie das funktioniert. Und auch die Bollinger Bänder, das sieht man jetzt hier nicht, das ist hier weiter unten. Die Bollinger Bänder, wird es genau erklärt. Also von daher, weil manche Leute sich wundern und sagen, aber kommt denn da mal ein Film? Macht halt ein Abo rein, dann kriegt ihr das irgendwie signalisiert von YouTube. Und jetzt gehen wir in DAX rein. Also ich war jetzt die letzte Woche nicht da. Deswegen ist es ganz gut, da ist also kein Gefühl auch drin, sondern nur pure Charttechnik. Und wenn ich das hier so sehe, gefällt mir das nicht besonders. Muss ich ganz klar sagen. Aber da gibt es einen Punkt, da sieht man sogar noch deutlicher, wenn man auf die Woche geht. Ich mache das mal ein bisschen größer. Schaut euch mal diese Kerzen an. Ja, gerade die letzten beiden. Das ist ein Shootingstar, das sind keine, weil ein Shootingstar braucht einen Extrempunkt hier oben irgendwo. Der hat den, die haben das nicht. Aber zwei Wochen hintereinander so, das ist auf jeden Fall nicht gut. Der Vorteil von dieser Darstellung ist, das sieht man hier an dem Kasten recht gut. Ja? Wir sind hier einmal raus und dann gleich wieder rein. Aber dieser Punkt hier, da sind wir bei 14.590, das haben wir hier auch gesehen, ist ganz wichtig. Also ich behaupte, wenn wir über die 14.600 gehen und schließen, ist das positiv. Solange wir das nicht tun, werden wir uns immer noch hier unten mit dem ganzen Bereich beschäftigen. Der ist noch nicht fertig. Die Amis haben es vorgemacht am Freitag. Komischerweise ist es so, jeder weiß, dass da die Zinsen erhöht werden. Auf einmal macht er wieder einen Spruch und sagt, na gut, jetzt hier Anfang Mai wird wieder was kommen. Sollte eigentlich eskomptiert sein, wenn man das den gesamten Journalisten glaubt. Aber auf einmal kriegen sie Angst. Huch, der macht ja wirklich die Zinsen hoch. Und genau das wird in Deutschland und Europa auch passieren. Die können sich nicht mehr lang dagegen stemmen. Da bin ich ganz fest überzeugt. Ich glaube, oder vielmehr ich behaupte, dass wir bis Ende Juli haben wir die erste Zinserhöhung in Europa. Bin ich mir ganz sicher. Und das darf eigentlich keinen überraschen. Das finde ich, die hat überhaupt keine andere Wahl, die EZB. Aber das nochmal auf Wochensicht, damit man das viel einfacher sieht, als hier auf Tagessicht. Hier ist der Tag. Hier sieht man das nicht so besonders. Ja? Aber ich habe den extra wieder reingemacht, diesen Kasten hier. Wir sind nach wie vor an dem Kasten, aber wir waren ja am Freitag bei 14.062. Da sind wir gerade noch hier so drinne. Der wichtige Punkt, auf den ich hinweisen will, außer dass wir oben die 14.600 haben, die ich für wirklich sehr, sehr wichtig halte, ist aber nach wie vor dieser Bereich hier. Das hier ist das von dieser Bewegung hier, vom All-Time-High runter bis zu dem Tief bei 12.500, ist das 38er Retracement. Das ist das erste. Dann war es das Gap. Das ist jetzt geschlossen. Aber da unten verläuft immer noch das untere Band. Das heißt, dieser Bereich 13.900, den halte ich für ganz, ganz wichtig. Wenn es langsam geht, kann er das als Sprungbrett benutzen. Wenn wir da schnell durchgehen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund dieser Technik, die ist jetzt erst bei 62, gilt grundsätzlich als normal, aber wenn die von diesem Niveau
nochmal jetzt hier runter dreht, und wir gehen durch die 13.900 nach unten runter, ja, dann habe ich erst hier so diesen Bereich hier so um die 13.200 bis da, das ist also auch noch ein Gap, das ist bei 12.834, dann ist das hier, tja, eine Zone, da wird er ganz deutlich drin eintauchen. Also nochmal, 14.600 ist die Make-or-Break-Line nach oben. Erst dann würde ich positiv werden. Aber unter 13.900 wird das Ding hier schwierig. Deswegen habe ich mir folgende Scheine ausgesucht. Moment, hier sind sie. Einen Call. Nummer für die Watchlist erstmal. 13.702. Da sind wir hier, wo jetzt die Maus ist. Da. Das wäre die HB4JS5. Der kommt entweder dann ins Spiel, wenn wir über die 14.600 gehen, oder wenn er ganz langsam jetzt hier absäuft, ganz langsam und verteidigt die 13.900. Dann mache ich den Ritt mal. Der hat einen ordentlichen Hebel, aber den Ritt, den probiere ich dann. Aber so weit ist es noch nicht. Also das muss man jetzt mal abwarten, was er am Montag so alles macht. Aber so richtig toll, also mir gefällt es nicht, sagen wir es einfach so. Als Put habe ich einen 14.702er. Damit sind wir hinter den eben besprochenen 14.600. Der muss auch sofort geschlossen werden bei 14.630. Muss der raus, weil sonst verliert ihr auch noch das Aufgeld. Aber der kommt zum Beispiel ins Spiel, wenn wir unter die 13.900 gehen und da verweilen, bleiben und tiefer gehen. Ich kann natürlich näher rangehen, ich kann mir dann einen nehmen, der hier hinter liegt, aber jetzt mal Sicht auf Sicht von einer Woche finde ich 14.702 gar nicht so verkehrt. Ihr wisst, die ändern sich jeden Tag. Der wird also wahrscheinlich am Dienstag schon bei 14.700 liegen. Aber das sind die beiden Scheine, die ich mir jetzt auf die Watchlist packen. Wir sind von der Technik her, ist es nicht, also das MACD ist ziemlich uninteressant. Da ist gar nichts, denn wir haben ja hier eine Seitwärtsphase. Breit, aber echt, ja, 13.900 bis 14.900. Fast 15.000. Das ist nichts anderes als eine Seitwärtsphase. Deswegen kann man den hier nicht benutzen. Den muss man komplett vom Kopf her mal ausschalten. Die Chartpunkte, nochmal 13.900 und 14.600 sind erheblich wichtiger. Es gibt kein frisches Signal über den Oszillator, aber es wäre äußerst unschön, wenn der jetzt hier nochmal runterkippen könnte. Das kann alles eine schnelle Bewegung geben. Und guckt bitte, was es für Termine gibt, weil jetzt, wir sind voll in der Dividendensaison, schaut da auf jeden Fall rein. Dann noch eins, mich hat neulich jemand gefragt, wegen dieses Trader Wingmans, will ich nur ganz kurz erklären, die damit nicht arbeiten, die können jetzt schon ausschalten, aber, also man kann die konfigurieren. Also ich habe das hier gemacht, den Trader, Moment, ich hole den mal hier näher rein, na komm her. So, wenn ich hier auf das Rädchen gehe, kann ich sagen, ich nenne so ein Ding Christian beispielsweise. Und dann sage ich Christian und zeig mir die Signale. Da habe ich die Signale, die ich haben will, da setze ich ein Häkchen dran. Und dann sage ich, für welche Listen will ich das haben. Hier bei mir ist das DAX und Stocks, Midcap 50, Late Night. Das sind für mich die wichtigen. Ich kann mir das alles aussuchen oder ich habe vorher selbst welche kreiert. Und dann muss ich nicht alle Signale hier irgendwie annehmen, sondern ich suche mir nie nur die aus, die ich haben will. Das kenne ich gar nicht. Weiß, keine Ahnung, was es ist. Bread and Butter, Long oder Short. Keine Ahnung. Und so suche ich die aus. Dadurch kann ich das einschränken. Wenn ich das nämlich nicht mache, also ich habe dann hier die Liste und die heißt Christian und dann zeigt es mir einfach nur, die Signale, die ich habe, hier iRobot, 52 Wochen tief, Adobe, charttechnische Unterstützungslinie, horizontal, dann gehe ich hier rein, klicke da drauf und dann sehe ich die. Muss ich meine Technik noch dazu packen und dann sehe ich die. Und dann kann ich das dann dementsprechend überprüfen, ob das Signal, also Adobe, das ist heftig, wenn die jetzt hier drunter gehen, 407 beispielsweise, ja, dann ist hier unten irgendwo, hier in diesem Bereich ist da eine Unterstützung. Also so mache ich das. Ja, aber das macht jeder anders. Und auf YouTube steht drin, zwei Händler haben immer drei Meinungen. Und das ist wirklich ganz wichtig. Aber das ist auch gut, weil das macht die Börse so schön eirund. Leute, ich wünsche euch eine tolle Woche und auf deine. Bye, bye.